So, dann schauen wir doch mal. Sprechen Zwerg. Aha, so gut wie neu. Eine wahre Schönheit ist sie. Also, eine weibliche Klinge. Okay. Und jetzt will er 20 Goldstücke haben. Die soll er doch haben. 20. Klick. Ja, hier, bitteschön. Und eine schick aussehende Klinge. Vielen Dank. Du hast mehr getan, als du zu verstehen vermagst. Brauchst du irgendwas anderes? Nö, danke. Willst du tauschen? Nö, danke. Wir wollen erstmal gucken, wie die Klinge heißt. Sword of Justice. Ja, sehr geil. Und da steht kein Präfix vor. Also da steht nicht Excellent oder Service oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Sword of Justice. Das heißt, es ist hoffentlich unzerstörbar. Was natürlich sehr geil wäre. Oh ja, wir sind jetzt auf Ebene 2. Richtig. Ja. Stopp, bevor wir jetzt runterlaufen. Also ich versuche jetzt erstmal hier aus der Mine rauszukommen. Und währenddessen überlege ich mir selbstgesprächigerweise, was jetzt noch gemacht werden muss. Also ich will jetzt nicht ganz runterlaufen, nur um festzustellen, dass wir wieder ganz hochlaufen müssen. Das fände ich jetzt nicht so schön. Also wir brauchen noch einen Kandelabra von Zack. Aber der hat keinen Kandelabra verkauft. Oh, haben wir ein Schriftstück bekommen? Vielleicht so eine Art Quittung oder Bestätigung. Mach doch mal dies und das. Nein, das ist was anderes. Das war das, was wir eventuell der Frau geben wollen. Unser Rucksack ist ganz schön leer. Okay. Was hast du denn dabei, Avatar? Ja, meine Rüstung, meine Waffe und ein Rucksack mit einer Flöte drin. Wir wollen westlich. So, also ja, wir müssen zur Sekte, wir wären Ebene 3. Allgemein in Ebene 3 sind noch sehr viele Türen, die wir nicht aufbekommen. Also auf keinen Fall mit den Schlüsseln, die wir oben haben, liegen lassen. Oh, ich will noch was testen. Ja, hier kann man auch runtergucken. Also war das nichts Besonderes. Wir waren vor kurzem, also ich glaube so vor ein, zwei Folgen, sehr tief unten im Abyss und hatten da einen Gang gefunden, wo am Ende einfach nur so ein Röhrendingens war. Und da konnte man reingucken. Und ich dachte, das wäre was Besonderes, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Aber anscheinend geht das überall. Also können wir das ignorieren. Oh, altes Hühnchen. Ein Tag altes Hühnchen? Nee. Das liegt ja schon Wochen. Aber gut. Niam. Du bist zu voll. Oh, das klingt doch mal gut. Also ja, ich habe zwischendurch Essen beschwört. Und Licht gemacht, weil ich vergessen habe, die Lampe auszumachen, während ich AFK war, um die Stunde rumzubekommen. So. Jetzt könnten wir nach unten. Da ist der verrückte Zwerg. Mit dem haben wir schon gesprochen. Hier war sonst nichts zu tun. Mit dem Zwergenkönig reden. Wir haben den Auftrag für den Zwergenkönig erledigt. Da haben wir das Biest in der Mine umgebracht, hier im nördlichen Teil. Und dafür haben wir den Griffel bekommen, den wir dann unten dem Edelschlafschlaffer gegeben haben. Und dafür haben wir einen Hinweis zum Ring bekommen. Also ja, ich denke, mit den Zwergen sind wir durch. Aber da geht's noch runter. So. In der Rumpelkammer war ich, glaube ich, schon gucken. Was mit den Menschen? Graue Goblins, grüne Goblins, garstiger Imp. Haben wir den garstigen Imp schon umgebracht? Ich glaube schon. Hier wären die Menschen. Wollten die Menschen irgendwas von uns? Und wenn ja, was? Weil wir haben hier oben, glaube ich, kein einziges Talisman-Teil bekommen. Und das ist schon sehr verwunderlich. Warte mal, runter. So. Schwert. XXXXXX. So. Die Weinflasche werden wir wohl doch noch nicht haben. Also ich hatte ja vor einer ganzen Weile gemutmaßt, dass wir den Port schon haben. Also heißt das, A Bottle of Port. Portwein halt.
Aber wir haben seitdem 3, 4 andere Flaschen gefunden, die genauso heißen. Also wird das nicht der magische Wein sein. Das wäre komisch. Außer irgendeine von den Flaschen ist was Besonderes und unser Lore-Wert, also unser Geschichtswissen oder Gegenstandswissen, ist nicht hoch genug. Das wäre richtig nervig. Aber ja, also das könnte noch irgendwo hier oben sein, in der Ebene 1 oder 2. Das Schild brauchen wir noch und das Buch kriegen wir unten. Das wissen wir. Bieden bei den Rittern wieder ansprechen. Oh, stimmt, das habe ich auch vergessen. Troll, der was sagen will. Was zur Hölle habe ich da aufgeschrieben? Troll, der was sagen will. Nordwesten, Südosten, Mitte meiden. Achso, das war der Ring. Da sind noch Tränke. Nee. Und hier ist Zack. Nicht Jack. Zack. Zack, der Fackelmann. Tom loves Judy. Ja, genau, die Türen meine ich hier. Aber es kann gut sein, dass wir später nochmal hier hin müssen. Also die Ebene 3 scheint wichtig zu sein, weil wir ja schon mal zurückgeschickt wurden für den Fackelmann. Und zurückgeschickt wurden wegen was noch? Wegen der Schwertklinge, genau. Okay, das war Fehler meinerseits. Ich glaube, wo wir gerade schon mal so weit oben sind, gehe ich jetzt noch weiter hoch. Da ging es hoch, ne? Wir haben gar nicht... Da ging es hoch. Was war denn hier? Warte mal ganz kurz. Also ja, wir gucken jetzt erstmal ganz kurz, was dieser eine Treppenabstieg da bedeutet, ob der hoch oder runter geht. Und dann gehen wir nach oben zu den Menschen, um herauszufinden, ob die Menschen hier noch irgendwas von uns haben wollen. Oder ob wir da irgendwas abgreifen können. Also südlich und gleich links. Weil das ist schon komisch. Außerdem wollten die einen Goblins nicht mit uns sprechen. Oder wir kamen nicht mehr rein. Irgendwie so war das. Da sollten wir nochmal nachgucken. Bevor wir jetzt ganz wieder runtergehen nach Ebene 8 und dann da nicht weiterkommen. Das wäre schade. Also ja, hier geht's hoch. Hoch. Wo kommen wir da raus? Flupp. Oh. Eine Tür. Eine abgeschlossene Tür. Ach, wir sind bei den Menschen. Ja, okay. Wir hätten doch die Schlüssel mitnehmen sollen, ne? Ach ja. So, und jetzt müssen wir von hier aus westlich... Genau, und den hinteren rechten Eingang benutzen. Und da nicht großartig durchs Labyrinth durchlaufen, sondern einfach nur direkt am Eingang hochgehen. Also, hinter rechter Dingens. Und hier geht's hoch. Tada! Richtig. So, lang, lang ist's her. Der Knopf war für die Tür. Hier waren irgendwo die Aggro-Goblins, oder? Machen wir Karte. Genau, hier waren die Aggro-Goblins. Grüne Goblins. Ja komm, gehen wir jetzt nach Süden. Dann nach Osten rum. Süden. Osten rum. Da müssten hier gleich die Goblins sein. Genau, und ich würde gerne da rein. Hallo Drock. Du schon wieder. Ich würde gerne durch das Tor. Okay. Aber kein Ärger machen. Wir doch nicht. So, wo war der grüne Goblinkönig? Ich glaube, da hinten? Oder war der grüne das, der erst angesprochen werden konnte, wenn man mit seiner Frau spricht? Nee, es war grau, glaube ich. Gucken wir mal. Zwischen das Wasser. Yeah. Kommen wir da hochgesprungen? Go, go, Gadgetto Avatar. Ja, sehr schön. So, hallo? Lanugo, der hat immer noch seine Suppe. Ich hätte gerne eine Audienz mit dem Lord. Ah.
Vielleicht könnte ich dir, also wir fragen nach einer Audienz, obwohl wir eigentlich ja keine Audienz brauchen, weil wir schon mit ihm gesprochen haben. Dafür hätte er gerne eine Kleinigkeit. Ich sehe kein Geschenk. Ah, okay, dann müssen wir ein Geschenk für ihn raussuchen. Das Rezept für diese komische Suppe, haben wir die von ihm bekommen oder haben wir das gefunden? Ich gebe dir mal eine Hähnchenkeule. Hast du nicht Gold oder irgendwas anderes? Nee. Nee, ich bin aber da. Ich hab nichts. Ich kann nichts tragen. Ich bin schwach. Ja, also wahrscheinlich braucht er die Suppe. Na gut, wir sprechen einfach so mit dem König. Ach, das war der, wo man so schnacken musste. Och, Gottchen. Oh, Perle unter den Königen. Bla, blub, blub. Das kannst du über deinen tollen Umhang sagen. Der Umhang ist ganz toll. Und eure Halle, sie ist so wunderschön. Ja, ganz schön. Graue Goblins sind doof. Mhm. Ja, es ist sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Achso, und er sagt uns über die Echsenmenschen, dass Cess und Klick Ja und Nein bedeutet. Ja, nee, da wissen wir inzwischen dicken mehr als du. Aber trotzdem danke. Krux an Sata, da sind wir auch schon dezent mit bekannt. Um nicht zu sagen, wir sind einer von den Rittern. Es muss schwer sein für selbst einen wie euch. Blub, 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 blub. Alles war besser, als er noch da war. Achso, Kavirus. Und dass die Grauen haben irgendwas damit zu tun. Talismane, jetzt wird es langsam interessant, okay. Die verschiedenen Gruppen im Abyss. Aber wir haben sie nie gesehen. Also hat Ero wirklich keinen Teil. Falls sie existieren, müssen sie verloren gegangen sein. Boah, geht so. Eins haben wir da, eins haben wir da. Der Rest ist oben in der Rumpelkammer. Aber ich scheine sich zu langweilen. Oder ich müsste dich wohl langsam langweilen. Nein, ich könnte für immer zuhören. Ja, eine interessante Unterhaltung. Ja, aber... Blub, 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 war alles für den Allerwertesten. Also ne, graue Goblins sind ein Flop. Die haben keine Ahnung, wo die Talismanteile sind. Und sie können auch nicht wirklich lügen, weil wir haben deren ganzes Gebiet schon mal durchforstet. Selbst die Keep-Out-Tür. Also, oh ne, warte mal, die Keep-Out-Tür haben wir gar nicht durchforstet. Eech. Mhm. Ne, das ist ein Wasserloch. Das ist keine Schatzkammer, das ist ein Wasserloch. So, hier. Aber die werden wir auch... Ein aufgeregter Goblin. Warum bist du aufgeregt? Der will nicht mit uns reden, okay. Keep out. Ist abgeschlossen. Und hier liegt nicht zufällig irgendwo ein Schlüssel rum, ne? Also, theoretisch könnten die Goblins doch irgendwo ein Talisman versteckt haben, nämlich in dem Keep-Out-Raum. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Wenn, dann hätte er uns irgendeinen Auftrag gegeben. Also bring den grauen Goblin-König um oder sonst was in der Richtung. Hat er aber nicht. Also ja, schauen wir jetzt zu den grauen Goblins und dann schauen wir noch zu den Menschen. Da wollten wir eigentlich hin. Das heißt, der graue Goblin war dann der, der eine Audienz haben wollte. Die wir aber schon von seiner Frau bekommen haben. Da können wir nicht durchgucken, okay? Bist du Graugoblin? Ja, du bist Graugoblin. Mach doch bitte mal das Tor auf. Hey, Gerugon. Bitte das Tor öffnen. Hey, jo. So. Da ist der Knopf. Tonk, 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 tonk. Die haben ja auch so einen Keep-Out-Raum. Ja. Sind sich ganz schön ähnlich, die beiden Goblin-Rassen. Natürlich sollten wir das denen nicht so ins Gesicht sagen. Ich glaube, das mögen die nicht.